Ich hasse diese Mission jetzt schon. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir versuchen das Ganze also nochmal. Das Ganze Schöne hier. Was ist das denn jetzt auf einmal? Das war komisch. Definitiv war es komisch. Also wir fliegen jetzt erstmal geradeaus, richtig? Richtig. Sollten aber uns gleich ausrichten. Warte, ich mach's wieder. Ich möchte gerne. Psst, 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 psst. Did you hear that? Kann sich die Kamera bitte bewegen? Gut, dass meine Bomben so heftig sind. Komm schon. Mach sie platt, mach sie platt, mach sie platt. So. Einer ist noch da, warte. Komm schon. War's das? War's das? Bitte, 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 bitte. Anscheinend nicht. War doch. Jawohl, das war's. Jetzt zerstöre die Spionageschiffe. Okay. Das sollte sogar funktionieren. Wenn ich mich richtig konzentriere. Wenn ich jetzt nach oben mache, ist das jetzt. Ich sollte erst ein bisschen hochgehen. Wir gehen nicht nach oben. Komm schon. Weiter nach oben, weiter nach oben. Wir haben noch alle Zeit der Welt, die Spionage zu stellen, oder? Deswegen sollten wir uns alle Zeit der Welt nehmen. Ich habe Angst, dass sie schon hier sind. Nee, sind sie aber noch nicht. Wir fliegen also über die Brücke hin. Rüber durch. Aber die Kamera nervt mich gerade immer. Manu, 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 ich hasse das. Ich hasse es zu fliegen, um auf spezielle Dinge zu zielen. Das nervt. Einfach so fliegen. Ja, habe ich. Habe ich schon lange. Ist kaputt? Noch nicht? Glaube ich nicht. Okay, drei Schiffe übrig. Aha. Aber das reicht schon, oder? Ja, oh, das reicht. Gut. Gehen wir weiter zu den nächsten zwei. Jetzt muss es aber klappen. Wenn ich jetzt noch irgendwas versage, dann schlage ich mir ins Bein. So eine Axt ins Bein. Okay. Komm schon, komm schon. Wow. Pipi Fox locker. Wie geil ist das denn, bitte schön? Flieg in der Channel. In der Wüste und lande irgendwo auf der Landebahn. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht auf dieser Dingenskirchen lande da. Ah, das ist ja hier, ne? Oder? Die Landebahn ist doch. Nee, ist nicht hier. Ah, scheiße. Wo ist denn die Landebahn? Das ist vielleicht hier in der Nähe. Das kann jetzt noch alles passieren. Ja, die ist da, oder? Das ist doch gleich, oder? Oder? Ich würde sagen, ah, da ist sie gut.
So, zwei Räder ausfahren. Habe ich? Ja, habe ich. Gut. Fahren wir erstmal weiter und landen dann gleich hier sofort. Komm schon. Ist das Ding komisch zu fliegen? Das Ding ist zwar schnell, wenn man es richtig macht, aber... Wenn ich hier lande, reicht es doch, oder? Bitte, 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 bitte. Ja, es wäre geschafft, oder? In den Hangar? Oh, warte. Psst. Machen wir erstmal so. Wow, das Ding ist schnell. Wow. Ich heb gleich ab. Und somit gehört der Jet auch uns. Die Hydra wird nun immer in diesem Hangar verfügbar sein. Die Hydra, sie ist eine guten. Schön. Darauf werfen wir erstmal eine Granate. Wiu. Ah. Alles voller Rauch, ich sehe nichts mehr. Oh mein Gott. Bringt doch gar nichts. Ich meine, man sieht trotzdem alles durch. Hier nehmen wir mal das Geld. 1800. Okay. Okay, nehme ich mal mit. Speichern und weiter geht's mit einer anderen Mission. Hoffentlich. Nicht mit der gleichen. Die gleiche wäre bescheuert. Aber es muss nicht dahin fliegen. Und das überspringe ich erstmal. Bis gleich. Hallöchen, Popöchen. Da bin ich wieder. Wir machen weiter mit der nächsten Mission. Nachdem ich gespeichert habe. Speichern ist sehr wichtig. Denn wer weiß, wann das Spiel das nächste Mal abstürzt. Wir können jetzt unseren Brother Sweet in dieser Woche noch sehen, hat Torino versprochen. Ich hoffe, das ist auch so. Es geht gar nicht anders. Vertical Bird. Vertical Bird, speichern, speichern, speichern. So, das ist die Villa übrigens hier. Da fängt CJ auch gleich an zu singen. Und wir sind immer noch fett. Das regt mich auf. Egal, machen wir weiter mit Homecoming. I don't care how, I care when. As in now. You hear me? Hey man, what the f- Hello, boss man. Taking care of business, I see. Torino, fuck you. Almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your fucking little jobs. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. Hello? Carl, Sweet, Sweet. Oh, Sweet. I don't know what happened. They just released me. No idea what's going on. But I'm in the square outside the precinct in Commerce. All right, you hold tight. I'll be right there. All right. So what was that little job you was talking about, Torino? I just want you to go pick up your brother. Get out of here. Geile Sache, Torino. Geile Sache. Endlich mal was Vernünftiges. Hol Sweet vom Polizeirevier ab. Geil, geil, geil. Wir sehen unseren Bruder wieder. Unseren Brother. From another mother. Nee, from the same mother. Okay, jetzt muss ich nur was hinfinden. Denn wie gesagt, ich verirre mich hier gerne in dieser Stadt. Ich kenne das Spiel schon so lange, weiß aber die Straßen immer noch nicht auswendig. Das ist echt peinlich. Hier ist links, noch nicht. Hier ist nach links. Ja. Da, ganz vorsichtig, ganz Kurven entlang. Und jetzt können wir es so Sweet. Fuck. Ja, gut. Wir holen ihn mit diesem Wagen hier ab, wie er es gewohnt ist hier im Ghetto. Fahren wir dann auch gleich zurück zu Grove. Oh, alles voller Ballers. Weil die Grove ist hier gerade von den Ballers erobert worden. Das ist das Problem. Das ist ein großes Problem. Da müssen auch gleich die, wie heißt es, Bandenkriegsmissionen kommen. Die werden Spaß machen. Wir haben ja schon ein paar Bandenkriege veranstaltet. Das war eher zu Beginn des Spiels. Bandenkriegs. Wie komme ich auf Bandenkriegs, Alter? Was ist das für ein Plural? Ich schlag mich gleich selber dafür. Ganz ehrlich. So, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Nach links und dann sollte da auch gleich das Polizeirevier sein, wie es aussieht.
Oh, Sportmarke hier oder so. Und da wären wir. Sweet schon da? Sweet! Homeboy! What's up, bro? Hey, what's up, man? How you doing, bro? I'm alright, man. Hey, man, we off to our new spot. We got a mansion, sweet. We've been putting in work, and shit is going well. We got a stake in the casino. We got some insane shit in Fierro. We get into the rap game. Hey, man, let me get you some new clothes. Come on. New clothes? Nigga, what the fuck is this bullshit? What you mean, man? What's mine is yours, and you know that. You never did get it, did you, Carl? I need to go check on things in the hood. Man, that's the problem. You always a perpetrator, running from what's real. Hey, man, shit's fucked up there. You don't want to be in the hood? No, that's exactly where I want to be. What you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down. Ever since I got out the hood, shit been cracking. That's everybody's dream to get out the hood. Man, you sound just like Smoke right now. All right, man. You hard. I'ma show you what's going on in the hood.